Karstedt. Im Rahmen der Sportreihe Jugend trainiert für Olympia traten am 5. März Grundschulteams des Landkreises im Zweifelderball gegeneinander an. Insgesamt 14 Grundschulen nahmen in der Leugnitzhalle in Karstedt teil. Am Ende hatte das Team der Grundschule Friedrich Ludwig Jahn aus Wittenberge die Nase vorn. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft der Grundschule Pudlitz und über den dritten Platz konnten sich die Jungen und Mädchen der Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg freuen.